Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gnadental hier im LS22. Da die Sämaschine, die wir beim letzten Mal in die Spur geschickt haben, immer noch fleißig am Rumackern ist, der steckt da fleißig Raps in der Erde rein, würde ich sagen, machen wir was Sinnvolles. Und zwar, ich habe mich mal so ein bisschen auf der Map umgesehen und laut Erntereif-Status ist Feld 41 bereit zum Dröschen. Da wächst Raps. Ja. Feldmission haben wir eigentlich so viel noch gar nicht gemacht. Guck mal, wir kriegen da 9000 für, wenn wir das selber ernten. Wollen wir das mal machen? Nebenbei. Vertrag akzeptiert, wir nehmen unsere eigenen Vehikel. So. Wir machen das einfach. Komm, wir nehmen uns den Dröschkasten, hängen uns den Hänger hinter mit dem Trecker und dann fahren wir das zur Ölmühle, wenn denn der Anhänger mal voll sein sollte. Ich weiß nämlich gar nicht, wie der Düngegrad auf dem Feld ist hier. Na toll, sind wir wieder hier ausgestiegen. Wollen wir mal so ein Ding hier einsammeln? Ich habe noch keine Map gefunden, wo wir das finden könnten. Hallo? Hallo? Wie kann ich den hier einsammeln? Ich will den Kerl ja nicht benutzen. Mann, oh! So, pass mal auf. Dann mache ich mir das einfach. Dann nehmen wir den Kerl ja nochmal weg. Willst du den... Nein. HDS... Hochdruck S... Warte mal. Tools. Hat doch, das ist der. Na doch, dann will ich das verkaufen, ja. Komme ich da jetzt ran? Das ist doch ein Sammelobjekt. Hey, da stand echt der Kerch am Weg, Leute. Dann stellen wir den da jetzt wieder hin. So, ein Tausender kriegen wir dafür. Das ist doch schon mal schön. So, Lackkercher. Da. Naja, jetzt haben wir noch weniger Geld als vorher. Brauchen wir hiervon irgendwas? Nee, gerade nicht so. Okay. Wir steigen in den Dröschkasten und machen uns auf den Weg zum Feld, dass wir da erstmal ernten können. Ich würde sagen, wir hängen uns den Traktor mit Anhänger gleich im Schlepptau, dass wir das gleich vor Ort haben. Die fehlen echt noch Wege. Das müssen wir unbedingt machen. So. Dann hängen wir hier den Anhänger hinter. Und dann darf der in Follow-Me-Modus hinterherfahren. Denn jetzt haben wir nämlich Arbeit vor uns. Der Auftrag wurde akzeptiert. Jetzt müssen wir so Sachen machen. Schade ist, wir können das selber nicht behalten. Jetzt müsste ich nochmal in Mod-Hub gehen. Mir diese Mod runterladen, dass man bei Feldmissionen mit Stroh behalten darf. Da haben wir uns nämlich bei der kleinen Land-Feldmission, die wir da gemacht haben, also auf dem kleinen Land, massiv angeschissen. Da war ich echt ganz stark der Meinung, wir können mit Stroh, was wir bei der... Richtig. Was wir bei der Feldmission machen können, können wir einsammeln und für uns selber verwenden. Nee, an den Schüssen rechts ran. Kannst du nicht. Brauchst du erst die Mod für, dass das Stroh, was da erzeugt wird, auch eingesammelt werden darf, kann, soll, möchte. Und ja, schwierig. Egal. So, wir brauchen hier einen Weg. Und zwar malen wir uns den mal ganz schnell. Wir nehmen uns hier ein bisschen Dreck und dann machen wir uns das hier schön. So. Nämlich. Genau. Ein paar Grünstreifen lassen, weil damit das cooler aussieht. So. Dann würde ich sagen, auf zur Feldmission. Da wir die anderen Felder noch nicht bestellen können, besser gesagt, nicht ernten können, machen wir uns mal auf den Weg. Und die Fahrwege, werdet ihr sehen, die sind echt weit. Also die Karte ist alles andere als klein. Nebenbei bemerkt. Wenn wir jetzt hingehen würden und Strohablage aktivieren, bringt uns nicht viel, weil wir haben eh keine Technik zum Pressen. Wir müssten uns was mieten, aber... Nee. Auf zur Feldmission.
Bin mal gespannt. Wenn man nämlich voll verkauft, bleibt immer noch ein Rest über, was wir denn behalten können. Theoretisch gehen wir damit mehr wie 10.000 Euro raus. Weil bis der sein Raps in der Erde gesteckt hat, da wird noch sehr viel Zeit vergehen. Wahrscheinlich wird das schneller fertig sein, wie wir hier brauchen zum Dröschen. Aber ja. Und die Felder, die möchte ich alle haben. Guck mal. Das Sonnenblumenfeld hier, das, wo eine Struf wächst, und das daneben würde ich zusammenbauen zu einem Feld. Und dann haben wir hier einen Feldweg, der hier durchführt. Hier müssen wir auch langfahren. Hau mal ab hier mit deinem Auto, Mann. Ich muss hier rum. Und. No, das wird doch in die Hose gehen, oder? Jo. Kommt ihr klar da oder habt ihr jetzt Stress mindern? Ja, komm, schieb ihn weg. Genau. Du bist stärker und größer. Setz dich durch. Und dann das Feld hier hinten, was wir jetzt abernten, würde ich auch sehr gerne dazu kaufen. Unter Umständen, warte mal, wenn wir uns das nochmal genauer von oben betrachten. Entweder machen wir hier ein großes Feld und hier eins und da eins, dann hätten wir drei. Oder wir machen hier eins, da eins und da eins. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir hier erstmal. Oh, warte mal. Wir schmeißen den erstmal raus, dass der hier nicht nervös wird, ja? Der muss kurz warten. So. Dann können wir das aber gleich mal ausprobieren, weil ist ja nicht unser Acker. Mit der Strohablage bei Raps sollte jetzt laut Mod eigentlich funktionieren. So, wir stellen uns noch die Haspel ein bisschen ein. Dann senken wir das Ding hier mal. Und dann geht der Spaß hier los. Strohablage ist an. Mal gucken. Wenn der jetzt Stroh rausspuckt bei Raps, dann. Ja, guck dich das an. Wie geil. Na, das ist doch mal was, oder nicht? Guck mal. Okay, das ist natürlich gleich ein kaputtes Schwatt. Aber wir haben Stroh aus Raps. Hat man noch nie. Das ist wunderschön. Okay, bevor wir uns hier aber alles vollpacken mit Stroh, machen wir das mal aus. Und ich glaube, mit 15 km/h sind wir im Schneidwerk besser dabei, oder? Ganz schön wackelig der Acker hier. Guck mal, wie der arbeitet, der kleine Dröschkasten. Ah, bis zur Ecke ran, das ist vernünftig. Absenken, anschalten, losfahren. Okay. Sehr schön. Wo ist denn die Ölmühle überhaupt? Warte mal. Die war auch hier oben, ne? Oh. Oh ja, wir müssen weit fahren. So, und zwar. Ist die Ölmühle hier auf der Seite? Natural Oils. Okay, das ist ja einfach. Gut, gut. Du hast hier noch zu tun. Das ist vernünftig. Hühner haben Futter, das ist okay. Du darfst bald umdrehen. Korndag ist zur Hälfte voll. Ey, hier kommt ja schon mal zusammen. Ich habe Angst, dass wir hier ganz oft fahren müssen. Na, mal schauen. Oh. Ey, und der Helfer hat keine Angst vor Bäume. Ist ja der Wahnsinn. So, dann schalt mal an und mach gleich weiter.
Du kriegst erstmal eine Vorwende und dann läuft die Sache. So. Falls sich der eine oder andere fragt, Stroh aus Raps? Wie jeden Ditte. Das ist eine Mod aus dem Mod-Hub. Frag ein Fuchs, wie die heißt. Habe ich, wo ich die komplette Mod-Hub durchforstet habe, also der Giants Mod-Hub, das Originale. Da gab's das. Habe ich runtergeladen und siehe da, da kommt aus Raps echt Stroh hinten raus. Das soll bei Hirse, Sonnenblumen, Mais und bei Sonnenblumen auch funktionieren. Also Hirse, Raps, Sojabohnen, Mais und Sonnenblumen. Also fast bei allem. Komm Junge, halt an. Halt an, halt an, halt an. Der ist schon bei 81%. Der wird eh gleich anhalten und sagen, dass er voll ist. Dann können wir uns mit dem Traktor schon mal in die Spur machen und den abbunkern. So, der läuft nämlich noch. Dann fahren wir doch schon mal dahin. Und ich möchte hier Olivenbäume pflanzen. Oh, da habe ich eine Idee. Das machen wir vielleicht da hinten bei uns im Haus. Ich weiß, ich habe bei den anderen Spielständen gesagt, Olivenbäume sind kacke. Aber da wusste ich eins noch nicht. Sage ich euch gleich. Ist nämlich mega geil. Und zwar kann man Olivenbäume, also die da hat er aus der Mord, die kann man mit dem Olivenernter ernten. Das hat mir einer aus den Kommentaren verraten. Fand ich mega geil. Habe ich ausprobiert, war ich ganz verzaubert von. Und dass die ollen Dröscher immer... So, guck mal. Viel hübscher gleich. Ne? Mit Schneidwerk unten. Einfach wunderschön. Okay, okay, okay. Also ich denke mal, zwei Korntankfüllungen gehen hier rein in den Anhänger. Und Abmarsch. Ja, lernt ernst locker. 9300. Gut, dann schauen wir mal, wann der hier wieder auftaucht. Wir werden ein bisschen fahren müssen, denke ich. Er hat nämlich noch zu tun. Ach komm, wollen wir das Futter hier reinhauen bei den Hühner? Dann sind wir alles los. Ich denke mal, wird doch alles reinpassen. Ja. So. Okay, was machen wir? Zeige ich euch. Und zwar können wir nämlich bei Produktionen, bei Plantagen. Da gibt es doch im Giants Mod Hub diese Olivenbäume mit diesen komischen Rüttler. Ne, die Dinger hier. Wo ich auf der Fox Farm und auf der Western Wilds massiv Stress hatte wegen Ernten, weil der Rüttler hat nie das gemacht, was er wollte, was er sollte, sondern immer nur, was er wollte, nämlich nicht arbeiten. Diese Bäume kann man, erstaunlicherweise, fand ich mega geil, wusste ich nicht, hätte ich nicht gedacht, mit dem Ding ernten. Also Collie-technisch kein Ding. Rüberfahren, abschütteln, weiterfahren. Jed rucki-zucki. Da kann der Baum sich auch gar nicht gegen wehren. Der hat keine Chance. Der gibt dir seine Oliven und du bist glücklich. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Ja. Und dann wiederum habe ich aber festgestellt, die Olivenbäume, die haben ja nicht so viel Ertrag wie diese kleinen Olivenbäumchen, die man pflanzen kann, die original vom Spiel Anfang an schon dabei waren. Ja, da muss man mal sehen. Auf jeden Fall eiert sich der Dröscher, hier möchte ich einen ab. Verrückt. So. Ja, Feldmission ist geil, kriegen wir ein bisschen Kohle, weil wir haben gerade echt gar nichts. Ich würde halt auch an sich sehr, sehr gerne zur Bank gehen und einen Kredit holen. Ja. Wie viel haben wir schon abgedroschen? Viele sind nicht. Aber der Dröscher, der macht sein Ding. Ja, guck mal, er hat hier auch noch zu tun. Die Beenfelder sind bald erntereif. Würde ich jetzt noch nicht kaufen. Erst wenn sie kurz... Warte mal, das ist doch kurz für erntereif hier. Hier wächst... Hirse. Hirse ist erntereif. Ist schon erntereif. Ist jeden Moment so weit, dass es fertig ist. Dann sollten wir dieses Feld kaufen.
Das ist Feld Nummer 46. Kostet 162. Da hatte ich gesagt, wir nehmen Kredit auf und kaufen die Beenfelder. Ne? Eine halbe Million wollten wir aufnehmen. Na komm, das machen wir mal. So, jetzt haben wir eine halbe Million Kredit. Inga richtig schnell mit Verschulden. So, wir kaufen dieses Feld. Yep. Und dieses Feld. Yep. Wir haben auf dem Konto noch 188.000. Das ist gut. Das reicht dafür. Und dann vielleicht noch dafür. Und dann ist wieder alle. Also kriegen wir das hier nicht voll. Schade. Dann lassen wir das erstmal. Der Drescher bist du... Ah ja, siehst du, wird doch sagen. Der müsste doch jeden Moment wieder voll sein. Leute, wir haben zwei neue Felder gekauft, die wir bestellen können, sobald wir fertig sind. Wir brauchen, wie gesagt, noch eine Walze und einen Striegel und düngen können wir auch noch nicht. Und oh Gott. So, dann hauen wir raus hier. Okay, dann düsen wir mal gleich los. Wollen wir mal hier durch den Graben fahren? Mal gucken, was passiert. Nee, komm, wir fahren hier außen lang. Sofern wir nicht in Konflikt mit dem Drescher kommen. Sollte... Oh, das war knapp, Leute. Knappe Nummer. Ich will mal was probieren. Wenn wir jetzt hier stehen. Ja, wir stehen ja hier abseits der Straße, hinterm Graben. Wenn wir jetzt aber sagen, Job erstellen. Kollege? Komm doch mal hierher. Dann fährt er los. Und marschiert hier durch den Graben, der Gott sei Dank nicht so tief ist. So, ja. Ja, hier ist Straße. Ja, bitte rechts fahren, danke. Ja, so. Ja, so ungefähr. Ja, hat geklappt. Na, dann können wir dich ja fahren lassen. Die Seemaschine braucht noch. Wir haben gerade Kohle. Striegel. Ich bin ja für so ein Ding. Die sind halt teuer, aber die können auch viel. Der braucht 150 PS. Ich finde die gut. Das Ding ist, wir haben hier geflücht. Wir brauchen gerade... wir brauchen das ja. Hilft ja nichts. So, eine Walze für Grünlandpflege. Warte mal, eine Scheibenegge haben wir. Wo sind die? Da. Genau, das Ding haben wir. 6 Meter, das ist ja gar nichts. Oh, die brauchen ja so viel Feuer. Wieso brauchen die so viel Leistung? Angeblich hat unser Traktor das doch ja nicht. Wer bist denn du? Ah, die funktionieren nicht so schön. 400. 12 Meter ist geil. Naja, haben wir. Dann müssen wir mit 6 Meter erstmal rumeiern hier. Mit der Köckerling. Dauert wahrscheinlich ewig, aber dann haben wir schon mal einen Mulcher. Dann brauchen wir nur mal eine normale Walze. Warte mal. Walze. Die Kombi-Walze. Die war deutlich günstiger, ne? Das ist eine Mulchwalze. Die kostet 38. Die kostet eine normale Feldwalze 32. Jetzt ist die Frage. Nehmen wir so ein Ding? Oder nehmen wir wieder so ein Ding? Oder nehmen wir so ein Ding? 8,20 Meter. Ist recht günstig, ne? Ich hoffe, das Ding arbeitet vernünftig. Ist vom Preis halt... Ja, okay, warte mal. Dann hätten wir hier aber... Warntafel, nee. Warndreieck, nee. Ich brauch so einen Quark alles nicht. Können wir das in... Wo ist denn die Tür? Schöne Farbe. Kriegen wir das in so ein Glasgrün? Valtra, hier ist Glas, ne? Glasgrün. Ja. 33.000. Wir haben immer noch sehr viel Geld.
Wir haben Striegel und wir haben eine Walze. Wir brauchen noch irgendwas zum Düngen, ja. Und der ist gleich da. Mal gucken, wo er hinfährt. Also am Shop schon mal vorbei, das ist schon mal richtig. Und ich glaube, der Dröscher ist schon wieder voll. Oder wenn, dann ist er gleich voll. Wo will er hin? Hier ist seine Einfahrt. Ey, wie geil, der funktioniert. Ich übernehme mal schnell selber. So, wir gucken nochmal, wo wir abladen sollen. Ich glaube, das war nämlich bei der Ölmühle. Aktiver Auftrag. Ernte Raps auf dem Feld 41 ab und bringe die Erzeugnisse dann hierhin. Ölmühle, genau. Öl Naturals. Ist das der gleiche hier? Ne, ist ja richtig. Wir sind ja hier schon. Warte mal, dann drehe ich um. Ja, ich mache es wieder umständlich. Guck mal, wir bekommen dafür kein Geld. Läuft. Zu 50% abgeschlossen. Wir werden auf jeden Fall den Acker komplett abdröschen. Und abliefern. Dann haben wir die 100% vom Auftrag erfüllt. Und wir werden noch einen Schluck Raps im Anhänger haben. Den können wir direkt mitverkaufen. Dann kriegen wir da nämlich noch 3,50 Mark. 40% für Feld 41 transportiert. Ganz wichtig, Leute, habe ich mal probiert. Warte mal, wir lassen den mal fahren. Das war mega geil. Ich freue mich, dass das so wunderschön funktioniert. Job erstellen. Komm mal her. Fahr doch mal bitte freie Fahrt hier auf dem Feld. Abmarsch. Er fährt einfach los. Der ist voll. Komm, wir schmeißen den mal raus so lange. Ich habe ja Feldmission gemacht. Ich habe ja erzählt, ich habe alle Achievements freigeschalten. Also alle 45... Errungenschaften, bla bla, war eigentlich ja kein Thema. Du musst so lange noch spielen, dann kommt das eigentlich von ganz alleine. Dann habe ich ja Feldmissionen gemacht. Und da waren zwei verschiedene Ernteaufträge. Jeweils Felder mit Weizen. Und das sollte beide zur selben Verladestelle gefahren werden. Ich hatte einen sehr großen Anhänger, wo beide Ernten komplett vom Feld reingepasst haben. Weil ich habe ja gesagt, Feldmission mit kleine Felder macht viel mehr Sinn, weil es viel schneller geht. Jetzt habe ich beide Felder abgedroschen, habe beide Weizen ernten, die Erträge daraus, in einen und denselben Anhänger gekippt, zeitgleich. Also quasi die Weizenernte von dem einen Feld mit der Weizenernte von dem anderen Feld gemischt. Also beide zusammen in einem Anhänger, zeitgleich. Bin damit zum Entladepunkt gefahren, wo beide Aufträge entladen werden sollten. Und dann hat er beide Aufträge separat abgezählt und die sagt beendet. Also es funktioniert. Du kannst zwei Aufträge gesammelt abliefern. Es funktioniert wunderbar. Habe ich in dem Atemzug gleich mit ausprobiert. Fand ich mega. War sehr cool. So, wir warten jetzt hier ein Zeit, bis der Traktor hier an die Pace kommt. Ja. Irgendein Helfer hat angehalten, weil der Tank leer ist. Lass mir raten, die Seemaschine ist leer gelaufen, ne? Mann ey. So, Junge, dann komm. Dann machen wir dich wieder voll. Hat er nicht lange gehalten. So, Plane auf. Gott sei Dank haben wir die Silos hier schon hingestellt. Da kommt nämlich da gerade unser Traktor zum Abfahren. Das ist perfekt. So, dann hauen wir das Ding hier nochmal voll. Mit der Seemaschine geht eigentlich. Dünger war noch nicht leer. Saatgut war leer. So, gut. Passt ja auch nicht drin in das Ding hier. Da habe ich modtechnisch mir schon was anderes geholt. Da müssen wir aber sehr, sehr lange für sparen. Ist nämlich exorbitant teuer. Ist aber mega geil. So. Jetzt müssen wir nur die Stelle finden, wo er der Meinung war, aufhören zu müssen. Dann braucht er auch nicht mehr so lange. Ist doch wunderbar. Kleiner oder vorne auf der Ecke hat aufgehört. Ach.
So, wenn der weniger überlappen lassen würde, wäre er schneller fertig. Der Lappen. So, komm, ich drehe mal selber für dich um. Ja, der dauert mir sonst zu lange. Mit dem Rummikasper hier. Hier steht ja noch ein Baum. Da wirst du wahrscheinlich wieder sehr, sehr viel Angst vor haben, weil Helfer und Baum, ne? Das geht ja gar nicht. Wir wissen Bescheid. So, Sehmaschine an. Jetzt lasse ich selber was überlappen. Okay. Abmarsch, der Drescher wartet. Wir haben noch keine Zeit. Na, da wird nicht alles reinpassen. Mal gucken. Wir haben ja gerade mal 40% transportiert. Da werden wir dann wohl nochmal eine Runde drehen dürfen. So, und Abmarsch. Okay, okay, das läuft. Also wir sind am Dröschen und wir sind am Aussehen immer noch. Wir haben Sachen beim Shop stehen. Die holen wir aber separat ab, würde ich sagen. Und seid mal ehrlich, Freunde, wie läuft denn das? Also ich finde, mit höherer Auflösung ist hoffentlich schöner. Die erste Folge ist noch nicht hochgeladen. Also ich nehme hier wieder ein paar am Stück auf. Falls ihr hilfreiche, lebenswichtige Kommentare habt, seht es mir bitte nach, wenn ich darauf nicht sofort eingehen kann, weil ich jetzt wieder mal mehrere Folgen hintereinander aufnehme, weil die Zeit ist gerade günstig. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und wenn ich kann, werde ich auch drauf eingehen. Das dauert manchmal eine Weile, da muss ich mich auch fast ein bisschen für entschuldigen, aber ich krieg das anders nicht bewerkstelligt. Also wenn ihr mir Kommentare schreibt, ich lese die auf jeden Fall. Und zu, ich sag mal, 98% antworte ich auch darauf, weil oftmals sind da echt Sachen bei, die sind auch echt interessant. Vor allem wenn ihr sagt, Mensch, probier doch mal dit und dit und bei mir ist dit und dit, helf mir doch mal da und da und wie waren dit nochmal und ich mag das voll. Ja, also da, Hut ab. Da seid ihr richtig fleißig. Das gefällt mir. Ja, aber wie gesagt, ab und an kann es schon mal so sein, dass da vielleicht 5 bis 10 Folgen dazwischen liegen, bis ich auf gewisse Dinge eingehe. Manchmal muss auch der richtige Moment dafür erstmal kommen, dass mir das wieder in den Sinn kommt, dass wir dann darüber reden können. Ja, ist auf jeden Fall nicht mit Absicht und nicht böse gemeint. Wenn ihr mir was schreibt, dann kommt es hier auch an. Auf jeden Fall, ja. Wollte ich damit nur gesagt haben, dass da nicht einer mal irgendwie traurig ist oder was, weil ich nicht sofort darauf reagiere in den Videos. Weil Antworten tue ich meistens sofort. Nur, wie gesagt, ne? Zeitblase, Vorproduktion und so. Ihr wisst Bescheid. Aber gut. Wie weit ist der? Der ist schon wieder fast voll. Ey, hier ist richtig Ertrag auf den Acker, ne? Was kostet denn das Feld? Zeig mal her. 350.000, ey, das ist ja nicht mal so wenig. Und wir brauchen auch gerade mit Stroblage noch nicht spielen, weil wir haben noch, ja, keine Ballentechnik. Apropos Ballentechnik. Wir haben noch gar nicht in das Göweil-Paket drin geguckt. Ich habe auch mit Absicht kein Video davon gemacht, weil ganz viele, habe ich gesehen auf YouTube, die LS-Content machen, die hatten das Paket auch schon viel, viel früher. Und da man das eh bezahlen muss, dachte ich mir, ach komm, bist du. Machst du mal kein Video zu. Ist doch recht überschaubar. Kostet, glaube ich, 10 Euro, also 9 Euro irgendwas habe ich bezahlt. Und also auf Steam, ne, für Giants. Du hast hier eine kleine Rundballenpresse, die kann 125er, fertig. Dann hast du hier eine etwas größere Rundballenpresse, die kann 125er und 125er wickeln. Ist jetzt nicht so geil. Wo sind die 180er? Dann hast du hier so einen Automat, der kann Schüttgut in Ballen wickeln, 125er wickeln. Toll. Kostet hier eine 250.000 und kann nur kleine Ballen. Dann hast du hier einen größeren Wickler, der kann bis 150er Rundballen wickeln. Aber nur Rundballen. Ja, schützt du halt vorne Stroh, Heu, Gras, Häckselgut, Hackschnitzel und Mischration? Ist das Mischration? Ja. Haust du vorne rein, wickelt da hinten ein. Fand ich mega geil. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Im 17er Jahr hab's das schon. Dann hast du bei dem Paket noch mit dabei. Bei Ballentransport glaube ich gar nichts. Genau.
Ballentwickler hast du. Drei verschiedene. Ne, 3 Punkt kannst du 125 bis 150er Rundballen. Dann kannst du 125 bis 150er Rundballen hinten ranhängen. Und dann hast du hier noch ein bisschen größer. Der kann dann 150er Rundballen. Da wird es dann schon interessant. Das ist auch ein richtiger Koffer. Und der kann auch 180er Quaderballen. Aber keine 220er, keine 240er. Schade eigentlich. Da haben wir andere Technik für. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so von Interesse. Und dann hatten wir hier noch Greifwerkzeuge mit dabei. Genau, hier. 2 verschiedene. Immer für einen 3-Punkt. Ein Ballengreifer. Ne, für Frontlader, Teleskoplader. Und hier war noch ein Greifer für einen Frontlader, Teleskoplader. Je nachdem, ne? Verschiedene. Das war's. Also wenn wir nochmal hier bei den Firmen vorbeischauen, bei G. Wie geht's doof? Sagt mal lieber nichts. Göweil, Da. Genau. Die beiden Greifer, dann hast du hier die 3 Wickler. Hier hast du die Pressen und die beiden stationären Wickler. Das war's denn schon? Ja. Schön, wie du dich hier im Schatten versteckst, mein Freund. Wir kommen, wir machen leer. Die Sämaschine dürfte bald durch sein, oder? Der ist fertig. Oh, wie geil. Der hat den Acker bestellt. Dann werde ich hier nochmal wegfahren. Dann kommt hier nochmal ein Schluck Raps zusammen. Und dann können wir die Mission auf jeden Fall beenden. Oder wollen wir das noch schnell zu Ende fahren hier? Das wäre ja an sich nicht das Thema. Dann machen wir heute mal 2-3 Minütchen länger. Ist ja Samstag, ne? Kann man ja mal machen. Den schicken wir auf die Spur. Was ist denn, wenn wir den von hier aus losschicken? Ich will mal wissen, ob das klappt. Weil da steht er mitten auf dem Feld. Kann sein, dass er sagt, ich habe keinen Weg gefunden. Oder fährt hier irgendwie nach links auf die Straße oder so. Wir probieren einfach mal. Ich war nämlich bis zu diesem Punkt megamäßig begeistert von der Helferfunktion. Ich glaube, er sucht noch, er sucht noch, er sucht noch, er sucht noch. Er braucht ein Navi auf dem Feld, er kann nicht sehen, wo es hingeht. Er fährt nicht los. Straße ist zu weit weg. Kann das unter Umständen sein? Na komm, dann fahren wir ihm selber. Bin ich jetzt nicht böse drum, wäre der Hammer hätte funktioniert, aber ich habe fast mit gerechnet, dass das nicht geht. Ist ja nicht schlimm. Dann fahren wir zur Straße und ab da kommt er alleine wieder klar. Und ich bin sehr zufrieden, dass der Anhänger 2 Korntankfüllung fasst. Der war bei der Map schon mit dabei. Wenn ihr die Map startet, habt ihr den Anhänger schon auf dem Hof stehen. Ist okay. So, komm, wir üben das hier nochmal. Dieses ständige Speichern geht mir hochgradig auf den Zündwinkel manchmal, aber da machst du halt nichts. Job erstellen, freie Fahrt. Komm mal dahin, Abfahrt. Na, jetzt fährt er los. Der wird blockiert vom Wattenditte. Nö. Okay, er macht sich auf den Weg. Der Kollege ist fertig. Ich bin ja stolz. Wir haben den Acker bestellt mit Raps. Wunderbar, wir müssen hier noch irgendwie Düngetechnik ranholen. Oh oh. Und wie gesagt, ich würde gerne die 3 Wiesen hier dazu kaufen, dass wir das Feld hier gerade kriegen. Kleiner machen würde ich es nicht wollen. Ich würde dann lieber erweitern. Ja. Ja, der Größenwahn, der schlägt schon wieder zu. Die Karre ist hochgradig dreckig. Da fahren wir mal an Kercher. In der Zeit, wo der Trecker da hinten unsere Ernte wegfährt. Guck mal, der ist nämlich gerade mal da vorne auf der Straße. Da, genau über dem Dach. An der rechten Rundumleuchte. Kann man das sehen? Da fährt er gerade. Der wird noch eine Weile unterwegs sein. Wir haben alle Zeit der Welt. Warte mal. Uns kocht doch hier der Honig ab, die geht ja nicht. Was ist denn hier mit einer Birke? So. Was ist denn hier mit 2 Birken? Ist doch viel schöner so, guck mal.
Na, so kommt es halt zusammen, damit es nach und nach immer cooler wird hier. Wir können hier auch nochmal zwei so Büsche hinstellen als Begrenzung. So. Mehr gibt es dann aber nicht. Sonst wird es nämlich mit der Kolli schwierig. Warte mal, hier wächst auch ja keine Strüpp raus, ne? Was ist denn hier los? Okay, hier ist wahrscheinlich so viel Dreck und Zeug drin. Der will ja nicht keimen. So, ran an Kärcher. Und abwaschen. So. Okay, dann fahren wir die Sämaschine. Wollen wir die draußen stehen lassen? Oder wollen wir die wieder drin parken? Die war da ganz schön eingefärcht in der Ecke. Ich habe auch extra nicht alle Tore aufgemacht, dass wir hier vernünftig auch Sachen reinfahren können. Theoretisch können wir auch den Droscher hier reinfahren. Mit Schneidwerk hinten dran. Apropos Schneidwerk, wir haben ein Feld mit Sonnenblumen gekauft. Heißt, wir brauchen noch einen Sonnenblumenpflücker, einen Maispflücker. Der Korntank vom Drescher ist schon wieder voll. Wollen wir zum Shop fahren und schon was mitnehmen? Okay, muss immer auf den Verkehr achten. Jo, na gut. So, dann schicken wir den in die Spur. Job erstellen. Komm mal hier zum Shop, bitte. Ab hier übernehmen wir mal schnell selber. Okay, wenn wir die mal fahren lassen. Also theoretisch sind wir nicht so lange so oft immer unterwegs, hier mit der Ernte gleich mit wegbringen. Wir fahren sonst im Hofsilo. Ist, glaube ich, mehr entspannter. Oder wir haben irgendwann mal einen großen Anhänger, wo wir alles reinschütten können. So. Wären wir jetzt schon entlohnt? Nee, ne? Lüft überhaupt was raus? Beim Kornschieber, das ist doch Käse. Na, ist egal. 90% abgeschlossen. Wenn wir jetzt schon die 100% voll machen, ist alles, was wir im Korntank haben und jetzt noch ernten, unsert. Okay, das ist leer. Ich muss hier mal umschalten. Also, über den Korntank entladen wollte ich eigentlich nicht. Dauert mir nämlich viel zu lange. Dann können wir gleich mal testen, ob sich die Traktoren hier entgegenkommen und sich gegenseitig über die Reifen fahren oder ob die schön aneinander, ohne die Spiegel zusammen zu klatschen, aneinander vorbeirauschen. Hinten. Genau. So. Du, mein Freund, fährst bitte wieder zu unserem Dröschkasten. Abfahrt. So, da vorne kommt der andere Kollege. Ich hoffe wirklich, die fahren aneinander vorbei. Das wäre natürlich wunderschön. Na okay, die Karte ist ja der Hammer. Die ist riesengroß. Also ich möchte bald sagen, die ist zweimal so groß wie eine Original-Map. Eine Vierfach-Map ist es nicht. Und. Ja, Ehre. Letzter Streifen, dann ist der fertig. Das ist supi. Was ist denn mit einem Rapsverkaufspreis? Der ist ja gerade echt scheiße, oder? Jetzt habe ich es laut gesagt, tut mir leid. Raps. Ölmühle, noch nicht mal ein Tausender. Das ist halt nicht die Saison. Aber hey. So, er ist schon mal ganz fein am Shop vorbeifahren. Das ist nicht nett. Dann Kehrtwende und zurück. Hui, ab durch den Graben. Genau deswegen mag ich die Gräben nicht so. So, hier stehen nämlich die ersten Spielzeuge. Den Striegel brauchen wir noch nicht, aber wir können schon mal mit der Walze drüber. Und ganz wichtig wäre ein Düngerstreuer oder sowas. So. Dann düsen wir damit nämlich auch schon mal nach Hause. Ah, oh, mega cool. So eine Zeitersparnis.
Plus. Und der fährt einfach los. Ist so wunderschön. So, da hinten kommt der angeeiert. Ach ja, was mir noch einfällt. So, ich mache mal selber hier schnell die Steuerübernahme. Ich habe die Mod auch drin, dass wir die Milch direkt aus dem Kuhstall rausverkaufen können. Also jeden Morgen um 6 Uhr kommt quasi der Milchfahrer und holt die Milch ab. Und wird immer zu dem aktuellen Milchpreis denn Geld dalassen. Heißt, wenn wir Milch abzweigen wollen für eventuelle Produktion und so, müsste man das machen, bevor abgeholt wird. Also jeden Morgen früh um 6 ist Abholzeit. Wenn man was abzwacken möchte für die Molkerei, für Käse, für Butter, für Schokolade, genau, muss man das vorher wegmachen. Sonst bleibt alles im Tank, bis der Milchfahrer kommt um 6, der ist immer pünktlich und dann, ne, ist das weg. Fällt mir gerade ein. Also falls wir Produktionen dazu haben sollten, irgendwann mal, muss man das berücksichtigen oder man nimmt die Mod wieder raus. Habe ich alles gefunden im Giants Mod Hub, ist der Hammer. Ich war echt erstaunt, was alles da drin war. Also war jetzt nicht wenig, war okay. Na, wird das was hier? Nee, nee. Nee, das lassen wir mal lieber. Siehst du, da bleibt was stehen. Das wollen wir ja gar nicht. Ja, warum der Magnet das Schneidwerk hochreißt, es ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Gibt doch leider keine Mod, die das verhindert, so richtig, ne? Dass das Schneidwerk einfach unten bleibt. Zack, siehst du schon wieder. Wobei, jetzt ist mir das gerade egal. Können wir doch gleich abbauen. So. Okay. Dann hängen wir das hinter. Dann laden wir die 1139 Liter noch über. So, komm mal her. Oh, da ist gerade wieder richtig schön. Kennt ihr das, wenn es im Hals so richtig piekt und ihr husten müsst? Oh Gott, das ist immer noch ganz schlimm. So, vielleicht ist jetzt besser. Ja, doch, okay, so ist besser. Und dann fahren wir mit dem Kollegen jetzt nochmal weg, lassen entladen, dann wird der bei 100% sein. Und alles, was wir denn entladen? Oh ne, ist immer noch nicht besser. Der geht dann auf unser Konto. So, fährt los, das ist schön. Dann Rohr rein, zusammenklappen, nach Hause fahren. Und dann dürfte der Klaas eigentlich bald loslegen mit der Walze. Dann haben wir erfolgreich die erste Mission irgendwie erledigt und 10.000 Euro gekriegt. Ist eigentlich sehr schön. Wollen wir hier auf Euro spielen oder wollen wir umstellen auf Dollar? Wäre jetzt die Frage. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein Mais- und Sonnenblumenbiss für die Geschichte, was hier wächst. Und ja. Ein Düngerstreuer und eine Presse wäre auch nicht schlecht, weil einen Ladewagen haben wir schon. Aber hier wächst Hirse. Hirse ist sehr ertragreich. Warte mal, wie sieht's denn hier aus? Ist er noch am Wachsen? Hier düngt 100%. Alter, die gibt richtig Zeug hier. Und hier? Ebenfalls. Also die Felder sind bestellt. So. Dann fahren wir den Dröschkasten doch mal nach Hause. Okay, wollen wir ihn draußen stehen lassen oder wollen wir ihn wieder, oder besser gesagt, was heißt wieder, oder wollen wir ihn in die Halle reinfahren? Also wir können das Tor hier öffnen, dann fahren wir den rein und dann machen wir das Tor wieder zu. Die Sämaschine steht jetzt auch in einer anderen Richtung. Theoretisch wäre das bald besser für den Dröscher, oder? Dann können wir beim nächsten Mal nämlich geradeaus rausfahren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, dann fahren wir den da rein. Der ist nämlich recht sauber, da brauchen wir nichts machen. Den Rest wischen wir mit dem Tuch ab und dann ist das gut. Ja, wenn das Schneidwerk mitkommt, dann muss hier nur drinnen stehen, der Rest passt mir dann schon. Könnten wir eigentlich auch draußen stehen lassen. So,
So, zeig mal her. Ja, auch da können wir sogar noch ein Stück zurückfahren. Dann stehen wir nicht genau in der Durchfahrt von dem Tor hier. Und Schneidwerk lassen wir dran, weil wir faul sind. Wir brauchen das ja eh bald, denn die Hose ist irgendwie reif. So. Der ist da. Das ist fantastisch. So, jetzt verdienen wir es aber noch ein bisschen Geld. Passt mal auf. Hat der hier eine Kupplung dran? Ja, aber wir können ja leider den... wir kriegen hier den Striegel nie mit weg. So. Jetzt ist die Mission gleich erledigt und wir kriegen noch einen Schluck oben drauf. Guck mal, wir haben 4000 nochmal verdient. Wir haben mit der Feldmission 9000 noch was. Warte mal, wir können die sofort abschließen. Guck mal, wir haben 4100 und 9000 bekommen, sind wir bei 13200. Für mal schnell ein Feld abdröschen. Geht eigentlich voll klar, oder? Okay, ich würde nochmal kurz schauen. Haben wir was im Angebot? Immer noch nicht. Nein, leider nein. Ein Maispflücker. Ja, so ein 6 Meter wäre schon nicht schlecht. 63.000. Den können wir aber farblich nicht gestalten, ne? Ist 9 Meter besser? Ich weiß ja nicht, ob unser Dröscher damit klarkommt. Ich glaube, 9 Meter ist ja schon fett, ne? Ich glaube, das schafft er nicht. Weil dann sind das hier 6 Meter. Und das sind auch 6 Meter. Warte mal, das kostet 63, das kostet 53. Dann nehmen wir das hier mit. So, und einen Düngerstreuer brauchen wir noch. Wir sind bei 69.000. Ja nun, jetzt ist die Frage, was machen wir? Oh, ich hätte Bock auf eine Feldspritze, wirklich. Mit dem Ding, wenn ich ehrlich bin. Damit nicht so, damit schon mehr. Aber guck mal, wie teuer. Ha, sind halt 40 Meter Arbeitsbreite. Dünger, 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 Dünger. Warte mal, da haben wir hier. Hier steht ja keine Arbeitsbreite. Meter. Ist das gleiche Ding. Ha. Aber Feldspritze finde ich schöner irgendwie. Wobei mit einem Mineraldüngerstreuer haben wir weniger Kolli, wenn wir an den Bäume umdrehen und so. Dann wäre das bald doch sinnvoller mit so einem Teil hier. Ja. Was ist das denn? Okay. Liter. 42 Meter. 4000 Liter. 42 Meter. 28.000. Erstmal. Wir haben ja nichts anderes. So, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel teuer eingekauft. Wir müssen noch zweimal zum Shop fahren, alles abholen. Das mache ich aber alleine. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Freunde, das hat richtig Spaß gemacht. Das war Feldmission. Mit Geld verdienen. Nebenbei Raps ansehen. Und die Räte kaufen. Kredit aufnehmen, Felder kaufen, noch mehr Geld ausgeben. Ich glaube, wir sind wieder im Rennen. Ne? Was wir beim nächsten Mal machen, werden wir sehen. Ich sage auf jeden Fall bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinni hauen.